Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Ozone 2 Kappa Mode. Also erst einmal, das tut unglaublich gut, wieder mal in Ruhe etwas aufzunehmen, weil ich habe lange, lange, lange nicht mehr richtig aufgenommen. So, die Singularities sind jetzt durchgelaufen. So, wenn man jetzt hier einmal schaut, hier haben wir jetzt endlich einen Stack Copper Singularities. Das hat ewig lang gedauert. Nehmen wir mal raus, tun die mal hier rein. Wieso haue ich die nicht sofort in den Crafting Table? Ganz einfach. Ich habe das Ganze mal eine längere Zeit laufen lassen. Wir haben einen Stack Eternal Singularities. Alles ist fertig. Zack. Das ist nicht wunderschön. Und das Schöne ist, wir haben noch einen Stack. Ich habe jetzt wirklich verdammt lang drauf gewartet, einfach nur laufen lassen. Ich glaube, ich habe insgesamt 2 Tage gewartet. Pro Singularity. Und dann für die Problemfälle, siehe Copper und Emerald und solche Scherze, halt die, die am teuersten sind, habe ich schon mal länger gewartet. So, wie ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was wir für die Infinity Catalyst brauchen. Der braucht jetzt einmal die Eternal Singularity, das ist gar kein Thema. Wir brauchen aber erst einmal nur 45 Stück. So, der Rest kann dann erstmal ins ME, das werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Wir brauchen Flux Crystal Blöcke und Dark Matter Blöcke. Dark Matter haben wir hier ein paar. So, Flux können wir craften lassen. So, Cosmic Meatballs komme ich gleich zu, Ultimate Stew komme ich gleich zu, Enderpearl können wir machen. Ich würde sagen, machen wir Trick 52. Wir brauchen ja jetzt noch Endstone. Gehen dann einmal, wo habe ich es hingelegt? Hier. Dig Dev 7, Size 7. So. Haben wir noch ein bisschen Draconium bekommen. Endstone haben wir. Netherstar haben wir. So. Machen wir einmal so. Enderpearl. Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch den Endstone. So, ich will einmal die einen Rundlauf so einmal aufbauen, damit ich ungefähr weiß, wie es aussehen muss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Endstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So. Warte mal. Ich bin ein bisschen blöd, ne? Rein mit dir. Zack. Et voilà. Einmal hier auffüllen. Was habe ich? Oh. Da kann da rein. Ein bisschen Neutronium haben wir ja noch. Das wäre jetzt auch sinnlos gewesen, hier für 4 Stacks zu verwenden. Zack, zack. Zack, zack. Enderpearl. 55. So, über einen Stack haben wir. Sehr schön.
Wieso tue ich genau den Stack weg, wo genau 45 drin waren? Weil ich ein kluger Mensch bin. Wussten viele noch nicht, ne? So, das heißt, die Ender Pearl können wir wieder wegmachen. Was brauchen wir noch? Das haben wir auf jeden Fall. Die Runen muss ich noch machen. Wie Find Obsidian ist kein Thema. Awakened Draconium können wir machen. Singularity. Ich glaube, da war ich auch damals ein bisschen blöd. Ja, eindeutig war blöd. Ich habe eine 16K genommen, ne? Mhm. Ja, mit der 64K wäre es besser gegangen. So, das regt mich jetzt schon wieder auf. So, Singularity haben wir. Davon können wir auch einfach noch so genug sammeln. Das ist kein Thema für uns. Es ist ja nur Cobblestone. So, ich würde sagen, ich lege das jetzt auch schon mal alles parat. Weil wenn ich das so sehe, Extreme Crafting brauchen wir hier gar nicht mehr wirklich für. Richtig. So. Wie sieht das mit den Flachsteilen aus? Perfekt. Das machen wir in der nächsten Folge. Temperio Essence. Das kommt dahin, das kommt dahin, da kommen die Runen hin. Haben wir die Runen? Oder? Ja gut. Warte mal, ich könnte ja trotzdem schon mal Rune of Wrath. Platten hier haben wir überhaupt nicht. Das heißt, die muss ich auch noch automatisieren. Das wird lustig. Wie viel Awakened haben wir? Ja gut. Dragon Hearts habe ich aber noch, ne? 10 Stück, das reicht für 40. Das heißt, ich muss nochmal 2 Drachen machen. Wo kommen die Singularities hin? Die kommen unter den Flachsblöcken hin. Pink Slime Crystal muss man machen. Enchanted Gravitite. Gravel. Jawohl, ich wollte sagen, wenn ich davon jetzt nicht mehr habe, die Fische schießen. Alter Flight. Rosium, da haben wir das Gelumpe. Zack. Sehr schön. Ich bin doch verdammt nochmal so ein Hornochse. Ich habe es beim Abbau noch gemerkt. Das hier aber da. Der wird angemacht. Ich hoffe gerade richtig inständig, ich habe nicht allzu viel verloren. Soul Crystal sind da. Dragonheart ist da. Okay, okay. Es ist gut gegangen. Alter, ich bin so voll Idiot manchmal. Das hatte ich aber auch schon bei Infinity Wolf gehabt, das Problem. Ich höre jetzt schon die Kommentare von so einem Watchman oder so einem Streetdigger. Halt. Das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. So, wir haben jetzt wieder was über. Und wir vergessen mal ganz schnell, dass ich so ein Idiot bin. Das kommt unter die Endless Pearl. Was haben wir noch? Unstable Ingot Blöcke, Gaia Spirit Ingots. Mensch, das werde ich doch verwenden. Halt, die Ender Chest kommt aber dann wieder hier hin. Ja.
unstable. Das dauert einen kleinen Moment bis. Oh, okay. Und die Gaia Spirit Ingots. Ah, da muss ich noch ein paar nachmachen. Aber mit unserem wundervollen Trick geht das ja klar. 34 haben wir schon mal. Das kommt dahin. Was haben wir noch? Chance Ecosahedron. Und davor habe ich jetzt ein bisschen Angst. Ich hatte gedacht, dass wir davon genug gesammelt hätten. Okay, da werde ich auf jeden Fall nochmal die alte Anlage wieder aufbauen. Die werde ich dann aber auch nicht zeigen. Ich meine, die kennt ihr ja. Blue Gem Block of Dash. Dash. So. Hat er Dash nimmt's. Gut, ab's. Warte mal, ich habe ja noch Neutronium-Kompressoren gerade hier. Ja, die Anlage muss ich noch fertig aufbauen, das mache ich aber. Mache ich auch auf Screen. Weil so spektakulär wird das auch nicht. Sehr schön, das sollte dann auf jeden Fall reichen. Alter, das ist mir immer noch so peinlich, was ich da gerade veranstaltet habe. So, das kann rüber. Dash kommt dann unter das. Vibrantium-Blöcke. So, rein mit euch. Das ist meiner Meinung nach das Schwierigste. Das haben wir geschafft. Ende. Jade-Blöcke. Sollte kein Thema sein. Ja, schaut euch mal an, was wir hier haben. Ja, takelt ein bisschen, da hat er mir jetzt groß aufgebaut, ich weiß. So. Was haben wir noch? Ender Crystals, nee, Ender Diamonds sind das und Mangaloid, das ist gar kein Thema. So. Und die Ender Crystals Diamonds 5. Super. Diamond Mangaloy, ist das richtig? Jawohl. Sponge und Starry Apple. Ja, komm. Da haben wir bestimmt noch EMC drin. Wow. Da müssen wir jetzt nicht ein Stacknetz aus das verbraten. Zack. Wir werden die gebrauchen. Also, okay. Sponge. Was ist. Ja, gut, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass wir aber so gut vorankommen. Aber warte mal, das Refined Obsidian hatte ich das nicht. Richtig, das hat sich schon fertig gemacht. Block of Constantine. Hatte ich zum Glück einmal Fell gecraftet. Blue Gems müssten wir auch noch haben. So.
Lava Crystal, Weather Crystal, Ludicrite Block, Crystallized Redstone. Crystallized Redstone haben wir auf jeden Fall. Ah, eins daneben. So, Ludicrite und Weather Crystal. Dachte ich mir. Was brauchen wir für den Weather Crystal? Okay. Einen Weather Crystal. Wir brauchen Petrophium Dust. Okay, können wir gleich bei EMC herstellen. Wir brauchen Basalz. Haben wir Basalz? Haben wir sogar. Zack. Cryophium. Wir brauchen eine Blizzard. Die haben wir auf jeden Fall. Und wir brauchen den Vibrant Crystal. Einen Weather Crystal. Da machen wir mal wieder so. Sehr schön. Oh, damit haben wir auch eine Quest fertig. Das kommt unter das Dash. Gerade so. Ich will ein bisschen mehr Inventar haben. Okay, dann kann das hier wieder weg. Gut. Was haben wir jetzt noch? Nebulous Heart und die Ludicrite Blöcke. Nebulous Heart müssten wir haben. Ich habe ja gesagt, die Sachen für das Extreme Crafting werde ich im Notfall auch über EMC machen. Ah, das muss man jetzt rüber. Ludicrite. Ich glaube, da gehe ich manchmal sofort hier hin. Ludicrite. So, wir brauchen für den Block of Ludicrite. Warte mal. Wie viel können wir... Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich dafür schon alles so zusammen habe. Hier, warte mal, der kommt dahin, ne? Jawoll, ja. So, was haben wir denn noch? Block of Compressed Iron und Red Gem. Red Gem haben wir auf jeden Fall. Oh, da muss ich aber noch ein bisschen nachholen. Ludicrite kann wieder weg. Block of Compressed Iron. So. Was haben wir jetzt hier noch? Carbide Blöcke, die haben wir glaube ich noch nicht. MSG Pill. Imp Leather hatte ich vorbereitet. Da hatte ich so eine wundervolle Ausrastaktion mit einem Spawner da drüben. Da kommt wohin? Da kommt unter den Infused Diamond, den wir noch nicht haben. Flame String. Wir haben davon erstmal genug, aber da muss ich mir nochmal eine Spinne suchen. Atopic Graphite und Spectre Iron. Da haben wir auch noch einiges von der Falle über. Ja, super. Aber so langsam merkt man auch, dass wir uns dem Ende nähern von dem Pack. Das wird jetzt etwas dauern. Ich werde hier nach eh noch eine Folge dranhängen. Oh. Ach, da hatte ich ja ein Rezept, dass der immer ein Stack machen soll, ne? Spectre Iron, HP Graphite, war das richtig? Natürlich nicht.
what is that here? Darkstone. Redstone Infused Stick und Block of Smoky Quartz. Und die Essenzen. Die Essenzen können wir mal holen. Water. Air. Ich mache den einfach gerade so rein. Earth. Und Fire. Und das ist Water, Earth, Fire. Fire. Earth. Air. Ist auch richtig, ne? Genau. So. Die MSG-Pilze. Davon sollten wir eigentlich auch noch welche haben. Richtig. Ach komm. Wen Joghurt. Wir werden das Rezept eh noch mehrere Male machen müssen. Die 16K, haben wir die vorbereitet? 1, 6, 2 zu wenig. Oder? Ja. Ich komme hier in die Singularity. Aber wir haben schon mal einen Überblick, was wir noch brauchen und was nicht. So, das war mir jetzt gerade zu blöd. So, ein Darkstone platziere ich jetzt mal gerade. So, war richtig. Nein. Gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir damit weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.